Niklas, bitte. Er hat einen Termin. Also dann sagen Sie ihm bitte meinen Namen, dann wird er schon kommen. Gina Keppel. Eigentlich müssten Sie mich mittlerweile erkennen. Sagen Sie ihm, hier ist seine größte Bewunderin. Hören Sie, ich bin auch sehr beschäftigt. Sagen Sie ihm, er möchte mich doch bitte zurückrufen. Ich habe im Moment nicht die Zeit, so lange zu warten. Guten Morgen, du Langschläfer. Guten Morgen. Ich habe meine Uhr verloren. Ich will gar nicht wissen, wo. Oh, übrigens, du bist heute mit dem Bürgermeister verabredet. Aber du hättest ihn schon vor 2 Stunden treffen sollen. Ich sagte ihm, die Pfadfinderinnen-Aktion würde dich leider aufhalten. Die Pfadfinderinnen haben also unser Treffen verhindert. Oh, es kommt der Wahrheit recht nahe. Sei bitte so freundlich und erspar mir deine sexuellen Eskapaden. Ach, ganz was Neues. Ich habe erfahren, was wirkliches Glück ist. Ach, Gina, Gina, du meinst doch wohl nicht etwa diesen Laborfritzen, oder? Was weißt du denn schon von Dr. Niklas? Ja, mit ihm erlebe ich Momente, die ich niemals vergessen werde. Soll ich dir das abnehmen, Gina? Das wäre ja so, als würdest du einen Hummer gegen einen Hamburger eintauschen wollen. Was geht es dich an? Ich bin nur ein einfaches Mädchen aus New Jersey und habe nun mal nicht dein Niveau. Bitte, spar mir jetzt bloß deine Aschenputtel-Story. Doch, das solltest du mir glauben. Alex könnte mich jederzeit anrufen und mich bitten, mit ihm zusammen den Abend zu verbringen. Es wird mir aber wirklich schlecht. Das geschieht dir recht. Und nebenbei, du riechst fürchterlich. Ich dachte, du liebst das. Das gehört jetzt endgültig der Vergangenheit an. Und dabei kann ich mich an einige Nächte noch genau erinnern. Und war es wenigstens schön? Willst du mir etwa weismachen, es wäre auch nur halb so schön wie zwischen uns gewesen? Du weißt genau, dass sich so etwas nicht wiederholen lässt. Eins solltest du wissen. Alex experimentiert schließlich nicht nur in seiner Forschungsstätte. Er forscht auch außerhalb sehr erfolgreich. Sei trotzdem auf der Hut bei diesem irren Doktor. Ich kannte mal eine Frau, die glaubte wie du, dass sie besonders clever sei und schon war sie mit Frankenstein verheiratet. Hörst du? Pass auf, Gina. Ich dachte eigentlich, du würdest etwas später kommen. Ja, ich bin etwas früh dran. Was ist denn los? Es war eine anstrengende Sitzung, besonders für Lucy. Du kannst dir ja vorstellen, dass uns das ganz schön mitgenommen hat. Dann erzähl doch mal. Wir haben versucht, über Lucys Vergewaltigung zu sprechen. Wie es passiert ist und wie ihr Freund darauf reagiert hat. Lucy wollte darüber sprechen, aber dann sind ihr die Tränen gekommen. Vielleicht hilft ihr ja gerade das, darüber hinwegzukommen. Das wäre doch möglich, oder? Ja, wer weiß. Lass uns von was anderem reden. Was ist denn jetzt in dich gefahren? Gar nichts. Ich bin nur beunruhigt wegen Lucy. Die Vergewaltigung hat sie ziemlich mitgenommen. So geht es allen Opfern. Nein. Lucy hat versucht, Selbstmord zu begehen. Das ist der Unterschied. Ich schätze doch, dass dir mit deinem detektivischen Spürsinn irgendein Weg einfallen wird, um diesen Kerl einzulocken. Ja, vielleicht. Bestimmt können wir ihn in eine Falle locken. Was meinst du dazu? Wenn wir ihm einen Lockvogel anbieten, den wir am Pier oder am Strand einsetzen, könnte es gut sein, dass er darauf hereinfällt. Das hätte mir auch einfallen können. Ja, das wird klappen, glaube ich. Ja, vielleicht. Warten wir ab, was mein Captain meint. Die Idee ist toll. Das wird auch dein Captain einsehen. Er denkt, er hat den Kerl schon geschnappt. Ich werde ihn überreden müssen, um ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Das wird nicht leicht. Ich steige mit ein. Nein, danke. Die Hilfe, die du mir bisher geleistet hast, habe ich noch nicht überwunden können. Ach, jeder macht mal einen Fehler. Ganz genau. Die Abteilung ist leider an puncto Fallenstellen äußerst sensibel. Das sollten wir berücksichtigen, aber ganz egal, wie diese Sache auch ausgehen wird. Ich bin heute Abend jedenfalls nicht hier. Schließlich werde ich morgen getraut. Hast du schon einen Brautführer? Nein, nicht mit nötig. Mit einer Perücke würde ich auch die Brautjungfer... Hör, ich meine es ernst. Morgen um dieselbe Zeit wirst du mich hier nicht mehr antreffen. Ich bin dann schon Ehemann. Ich möchte Eden Keppel sprechen. Ja, sie ist dran. Also, ich heiße Bob Shoemaker. Ich bin der Pilot, der sie heute ins Gebirge fliegen soll.
Oh, ich hätte Sie auch angerufen, weil ich die genaue Abflugzeit noch nicht weiß. Ich werde Sie leider nicht fliegen können, denn bei meiner Frau haben die Venen eingesetzt. Da es voraussichtlich eine schwierige Geburt wird, möchte ich ins Krankenhaus fahren und bei ihr sein. Das ist doch selbstverständlich. Ich hoffe, es geht alles gut. Kennen Sie vielleicht einen Piloten, der Zeit hätte, mich zu fliegen? Ich habe versucht, einen zu erreichen, aber alle sind ausgebucht. Mein Charter-Office teilte mir mit, dass Sie über eine Fluglizenz verfügen und deswegen dachte ich, falls Sie und Ihr Verlobter nicht noch einen Tag warten wollen, könnten Sie ja vielleicht alleine das... Hören Sie, ich will auf jeden Fall heute fliegen. Dem steht nichts im Wege. Tja, dann habe ich keine Wahl. Ich werde sofort das Charter-Office informieren. Ja gut, vielen Dank, Mr. Shoemaker, und viel Glück für Ihre Frau. Dankeschön und Ihnen einen guten Flug. Die Wehen haben also schon eingesetzt. Nicht die schlechteste Idee. Ich muss schon sagen, Sie scheuen wirklich vor keiner Schwierigkeit zurück, um Miss Keppel und Ihren Freund zu überraschen. Ja, es sind aber auch ganz alte Freunde von mir. Dann auf Wiedersehen. Danke. Und seien Sie unbesorgt. Ich verrate kein Wort. Schön, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Und was Eden Caprell angeht und unser kleines Treffen hier, vergessen Sie's. Sie verstehen mich doch. Oder? Bist du sicher? Nicht ganz. Aber ich fühle deutlich, dass es so kommen wird. Jedenfalls weiß ich, dass unsere Geschichte endgültig zu Ende ist. Das ist Blödsinn, Schatz. Du weißt, du bist keine Frau für diesen Mann. Der würde dich doch zu Tode langweilen. Das ist nicht wahr. Nein, Keith, du kennst mich nicht sehr gut. Bestimmt wird mich die Ehe sehr glücklich machen. Das wäre ja was ganz Neues. Was verstehst du denn schon davon? Auch ich möchte jemanden, der mich wirklich liebt. Und der ständig dein Händchen hält und mit dir im Park spazieren geht. Dir deine kühnsten Wünsche erfüllt, dir das Essen vorkaut und gewissenhaft den Rücken schrubbt. Du hast doch wirklich keine Ahnung. Vielleicht, aber eins weiß ich genau. Ich bewundere dich wirklich und ich schätze jede deiner Eigenschaften. Und das ist nicht nur Gerede. Ich würde es dir gern beweisen. Weißt du was? Wir fliegen für ein Wochenende nach Rom, hm? Oder wir hauen mal in Paris auf die Pauke, hm? Alles Geschwätz. Nein? Oder Marokko? Ist das wirklich ein ernst gemeinter Vorschlag? Weißt du, was ich denke, Schatz, worauf es ankommt? Auf dich, mein Schatz, auf dich. Also gut, pass auf. Wenn ich nicht so viel Stil hätte, Keith, würde ich dir jetzt sagen, was ich von deiner lächerlichen Offerte halte. Doch ich werde mich zusammenreißen und es vergessen. Danke, dass Sie mir dieses Angebot gemacht haben, Mr. Timmons. Aber ich verzichte gern darauf. Wovon reden Sie überhaupt? Die Polizei schafft es nie, wir schon. Nein. Ich will nicht, dass Sie und Pearl das geringste Risiko eingehen. Wir sind doch vorsichtig. Nein. Was soll der Quatsch? Sie wissen, was er Haley angetan hat. Deshalb will ich vermeiden, dass Sie sich Nein, in Gefahr Blake, bringen. Haben Sie wird verstanden? Schon nichts passiert. Verlassen Sie sich drauf. Jane, ich könnte es mir nie vergeben, wenn Ihnen was passiert. Es wird klappen. Jane, glauben Sie mir, ich weiß Ihre Hilfe wirklich zu schätzen. Aber der Plan kann daneben gehen und das will ich nicht. Und deshalb sollten Sie es lieber sein lassen, versprechen Sie es. Ja, also gut. Bestimmt, Jane. Schon gut, ich tue es nicht. Ich lasse Sie auf jeden Fall wissen, wenn Cruz losschlagen will. Danke. Und seien Sie unbesorgt. Wir alle glauben an Sie. Was hat dein Boss geantwortet? Ganz einfach abgelehnt. Oh nein. Ganz genau das habe ich auch erwartet. Dann ist jetzt der Moment gekommen, etwas anderes auszuprobieren. Oh. Du siehst schon aus wie ein Verschwörer. Ich sehe immer so aus, das weißt du doch. Hör mal zu. Weder Jane noch ich sind Angehörige der Polizeibehörde. Das muss funktionieren. Ich glaube nicht, was du mir sagst. Und ich glaube nicht, dass du wirklich vorhast, Jane auch noch mit da hineinzuziehen. Das ist doch Wahnsinn. Ich bitte dich, hab dich nicht so. Ich werde Frauenklamotten tragen.
hochhackige Schuhe und ein scharfes, kurzes Röckchen. Dann strahle ich mehr Sex aus als Marilyn Monroe beim Presseball. Cruz, ich glaube bestimmt, ich wäre der perfekte Lockvogel, das weiß ich genau. Ich finde das nicht besonders komisch. Lass die Witze, du nervst. Das sollte kein Scherz sein. Ich meinte es ernst. Schlag es deinem Boss doch wenigstens vor. Nein, lass mir noch Zeit, erst noch alle anderen Wege durchzudenken. Fragt sich nur, welche Wege. Es wäre doch das Beste, Cruz. Du schnappst dir dein Flugzeug und fliegst nach Utah zu deiner Braut. Nichts lieber als das, Pearl. Aber es ist so neblig, dass ich froh bin, wenn ich bis Mitternacht abfliege. Weißt du was? Wirklich schöner Tag heute. Ich bin begeistert. Bestimmt hilft uns Timmons. Nein, er hat nicht Timmons. Er ist doch nicht mal das Salz in der Suppe. Wenn dadurch sein Name in die Presse kommt, dann zieht er mit. Ich kenne ihn. Egal, du und Jane, ihr seid draußen. Ja, ich weiß. Die Kühlschranktür ist geschlossen und die Lichter sind aus. Die Butter ist kalt, die Eier sind... Es ist doch ganz egal, was die Eier sind. Sollte ich einen Hinweis kriegen, dass du dich da einmischst, dann kommst du wegen Behinderung der Justiz in den Knast. Halt hier doch keinen Vortrag. Du schießt ja mit Kanonen auf Spatzen, denn ich habe doch wohl immer deinem Rat befolgt, oder nicht? Also dreh jetzt hier nicht durch und werd ruhig. So viel als Rat von mir. Dann weiß ich doch, dass irgendwas nicht stimmt. Du hast recht. Der Flughafen steckt im dicken Nebel und ich werde wahrscheinlich nicht vor Mitternacht abfliegen können. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Doch, es sieht tatsächlich so aus, dass wir uns erst morgen trauen lassen können. Schade. In Utah ist es sehr einsam ohne dich, Cruz. Tja, das Gleiche gilt auch für Santa Barbara, wenn du nicht da bist. Dann werde ich schon zur Hütte fahren und alles für uns vorbereiten. Das können wir doch auch morgen zusammen erledigen. Ach, ich finde es schöner, wenn alles fertig ist, wenn du kommst. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass du da oben ganz alleine bist. Ich bin erwachsen, ich kann auf mich aufpassen. Tu mir den Gefallen und lass uns über diesen Punkt nochmal reden, wenn wir verheiratet sind. Doch bis dahin rührst du dich nicht von der Stelle. Ach, Cruz, wir sind doch schon mal getrennt gereist. Aber nicht in die Wasatch Mountains. Ich werde nichts Dummes anstellen. Ich werde die Hütte verschließen und von dir träumen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Dann komm so schnell du kannst. Ich verspreche dir für dein wundervolles Wiedersehen. Ich freue mich darauf, deine Frau zu werden. Hoffentlich liebst du mich in 30 Jahren noch genauso. Das werde ich bestimmt, Darling. In der ganzen Welt gibt es keine Frau wie dich. Ich hasse es, dich auch zu sehen, Lisa, aber das... Was ist denn mit dir los? Meinst du vielleicht, du hättest als Tänzer eine Chance? Das sieht doch gut aus, oder nicht? Aber ich möchte dir was Wichtiges sagen. Und bitte glaub mir. Ich will dich... weil ich dich liebe. Hör doch mit jetzt reg dich doch nicht weiter auf. Sieh mich doch mal an, Gina. Weshalb habe ich mich wohl so rausgeputzt, hä? Dafür gibt es einen Anlass. Meine Liebste, mach mich zum glücklichsten Mann von Santa Barbara. Sag ja. Ist das wirklich ein ehrlicher Antrag, Kies? Ja. Du willst, dass ich deine Frau werde? Ja. Wieso nicht? Ja? Ja? Also, Schatz, das ist wirklich unglaublich. Ich finde, das muss gefeiert werden. Ja, ich werde dich zu einem Hamburger einladen. Hör auf, Kies! Und spende dir vielleicht sogar eine Cola. Du bist wirklich ein mieser Typ. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Der Anzug ist doch bloß geliehen, Schatz. Jetzt hör mal gut zu. Was? Du bist für mich endgültig gestorben. So. Ja, du kriegst jetzt für alle Zeiten die rote Karte. Ich werde dir nicht länger helfen. Das Maß ist voll. Sieh zu, wie du was alleine klarkommst. Hab dich nicht so, Gina. Wunderbar, diese Blumen. Müssen schön was gekostet haben. Was soll die Anspielung? Sie sind von Alex. Ja, ihm ist nichts zu teuer für mich. Doch etwas anderes, Kies. Ich gehe heute früher zum Lunch. Ich hoffe, du bist einverstanden. Nein, nein. Alex spendiert dir sicher einen Hamburger. Dann kannst du mir ja einen mitbringen. Ausgeschlossen, das ist nicht sein Stil. Ist das wahr? Und das stört dich wirklich nicht. Erwartest du jetzt eine Antwort? Ach nein. Vielleicht könntest du mir sagen, wohin du gehst, falls deine Anwesenheit im Büro... Falls ganz unerwartet alle Aktenschränke zusammenbrechen. Ja, zum Beispiel. Also, falls es wirklich so schlimm werden sollte, ruf mich in meinem Motel an. Schatz, darauf wäre ich auch gekommen. Ich... Hallo, Lena, du bekommst Besuch. Kies, ich muss dich dringend sprechen.
Also, das ist ja wirklich ein äußerst schicker Anzug, Mr. Timmons. Allerdings glänzt er schon ein bisschen, finde ich. Ich habe ihn ersteigert. Für $2 ist in Ordnung. Ich gehe jetzt. Ja, gut. Wartet bitte so lange draußen. Warte mal, uns geht das auch was an. Gib mir 5 Minuten. Jetzt habe ich Zeit. Komm rein. 5 Minuten, wie findest du das? Wie geht's Ihnen denn so, Gina Schätzchen? Lassen Sie Ihr Haar schneiden. Die 60er sind vorbei. Wissen Sie, es ist doch stets ein großes Vergnügen, Sie wiederzusehen. Auf Wiedersehen und rühren Sie nichts an. Ich glaube es nicht. Wie findest du das? Gruß ist da drinnen, dreht sein Ding mit Timmons und wir sitzen hier draußen fest. Was soll man davon halten? Hey, was hast du denn jetzt vor? Was tust du? Was soll das werden? Nicht so laut. Da ist sie. Was meinst du? Oh. Es ist die vollständige Akte über die Vergewaltigung. Du entwickelst dir Talent als Privatdetektiv. Unten in der Halle steht ein Fotokopierer. Der liebe Staatsanwalt wird nichts bemerken. Los! Und jetzt zeige mir den Weg. Komm! Wieso sollte ich mich beim Polizeipräsidenten für euer Lockvogelspiel einsetzen, hä? Wir haben den Täter doch bereits gefasst. Es gibt einige Anzeichen, dass Blake unschuldig ist. Von welchen Anzeichen sprichst du denn, hä? Spielst du etwa darauf an, dass Caroline in jener Nacht hörte, wie Gegenstände umgestoßen wurden? Nein, aber Pearl hat doch immerhin einen Kopfkissenbezug gesehen. Dem messe ich keine Bedeutung bei. Pearl trägt einen Pferdeschwanz und Ohrringe, dem glaube ich nichts. Du hast doch nur Angst, dich nochmal zu irren. Ich will keine Steuergelder verplempern. Gut, dann werde ich den Fall außerhalb der Dienstzeit bearbeiten. Ja, tu das. Der geborene Samariter. Kies, bitte. Entmutigt? Weil man dich abgewiesen hat? Du könntest doch ohne große Probleme eine weitere Untersuchung veranlassen. Klar, aber ich will nicht. Das heißt, du willst es wirklich riskieren, dass dieser Kerl noch eine Frau belästigt? Dazu hat er im Knast keine Gelegenheit. Das ist ausgeschlossen. Dein Plan ist völlig unnötig. Ich wusste, dass du mir nicht hilfst. Tja, und darum frage ich mich, was du noch hier willst. Dieser Fall, ist abgeschlossen. Der Page, Miss Capwell. Ich bin schon fertig. Es ist ja nicht so viel. Fassen Sie bitte mit ein. Stellen Sie es doch unten in die Halle, ja? Ich fahre nur den Wagen vor und komme dann in die Lobby und werde bezahlen. Ja, Madam. Hier für Sie. Danke, Miss Capwell. Ich hoffe, Sie haben sich bei uns wohlgefühlt. Oh ja, Jutta ist wunderbar und hier im Hotel war es sehr angenehm. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke. Du passt wirklich wunderbar hierher. Sag mal, erinnerst du dich noch an den ersten Tag hier drin? Und wie? Du hast mich bei dir rausgeschmissen. Ich dachte dabei ausschließlich an deine... Nennen wir es beim Namen, deine Unabhängigkeit. Ach, wirklich? Die kann ich dir nur danken. Seitdem erreiche ich meine Ziele so leicht und ohne großen Aufwand. Besten Dank dafür. Ach was, ich verlange gar keinen Dank. Mon ange. Woher hast du das? Dadurch hat sich alles in meinem Leben verändert. Ist ja wirklich romantisch. Ja, nimm's. Was soll's? Du hast doch von Romantik nicht die geringste Ahnung. Das könnte schon sein, aber diese ganzen teuren Blumen und das Parfum, das ist doch viel zu durchsichtig. Sollte ich das glauben, Gina? Hältst du mich für blöd? Du hattest kein Recht, die Nachricht von Alex zu Wieso? Lesen. Wieso? Die ist doch gar nicht von Alex. Von wem denn sonst? Na, von dir. Du hast dir das alles selbst geschickt. Gina, gib's zu. Warum sollte ein weltberühmter Wissenschaftler wie Alex ausgerechnet dich heiraten? Kannst du mir das erklären? Wieso sollte er nicht? Wart's ab. Oh. Baby, wann hörst du endlich auf, dir was vorzumachen? Der Mann ist nicht der Märchenprinz und du bist auch nicht mehr die Prinzessin. Du bist gealtert. Bitte sei ruhig. Komm her. Ich hasse die Vorstellung, dass du nicht länger mir gehörst. Es wäre doch schrecklich, wenn du bei Alex immer putzen und waschen müsstest. Das wird schon nicht passieren. Jedenfalls will ich hier nicht versauern, hast du verstanden? Es ist dir also wirklich ernst mit diesem Trottel. Ja, warum nicht?
Auch ich möchte schließlich einen Menschen haben, der mich liebt und respektiert. Begreif doch. Bestimmt kennst du das. Aber Geld müsste er schon verdienen, ne? Was ich jetzt sage, meine ich ernst. Gib uns eine Chance. Unsinn, Kies. Hör endlich auf, mich auf den Arm zu nehmen. Ich meine es ehrlich mit dir, Gina. Hör zu. Du bedeutest mir viel. Das stimmt wirklich. Ich will dich nicht verlieren. Ich brauche dich. Du Schwindler. Nein, Gina, ich bitte dich, glaub mir. Falls ich es doch noch schaffen sollte, bei Miss Wright zu landen, willst du dann meine heimliche Geliebte werden? Schwein! Oh. Ja, er ist da. Ein Anruf, Ted. Danke. Hallo? Hi, ich habe schon fast gedacht, du hättest mich hier vergessen, Lucy. Nein, warte da auf mich. Ich fahre sofort los. Nein, warte noch, Lucy, es dauert wirklich nicht so lange, okay? Ken, ich war eigentlich mit Haley verabredet, aber ich muss weg. Und falls sie auftaucht, sag ihr bitte, dass ich sie anrufen werde, okay? Entschuldige. Kannst du dich nicht ein bisschen vorsehen? Was soll das? Was für ein Problem hat er denn? Er ist ein bisschen durcheinander seit Haleys Vergewaltigung. Das ist dir verständlich. Ich weiß nur eins, wenn ich diesen Kerl in die Finger kriege, dann werde ich ihn platt machen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Wie geht's dir, Ken? Was ist das? Der Fall bekommt durch diese Akte ein völlig neues Gesicht. Unglaublich. Hör zu, hier steht, dass Victoria und Haley dort zusammen gewesen sind, kurz bevor der Überfall stattfand. Und die beiden hatten eine Meinungsverschiedenheit. Das stimmt doch und überall. Und bestimmt steht er auf Frauen, die sich ihm zur Wehr setzen, oder? Könnte sein. Wir könnten doch einfach einen Kampf inszenieren. Das ginge, klar. Jetzt warte doch mal. Was ist, wenn Cruz recht hat und der Kerl die Lockvogel-Variante durchschaut? Es ist die einzige Chance für Brick. Los jetzt. Wohin willst du denn? Warte! Wen suchst du, Ted? Ja, richtig. Eigentlich müsste er schon längst hier sein. Er hat auch lange gewartet. Dann erhielt er einen Anruf und musste gehen. Das hey! Lass ich nur von dir nicht... Was soll das werden, wenn es fertig ist? Du weißt ganz genau, dass ich solche Spielchen nicht mitmache, Jane. Schon. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Ha? Ich bin schließlich nur gekommen, weil du ausdrücklich sagtest, dass du Hilfe brauchen würdest. Auf diese Art von Hilfe kann ich gerne verzichten. Was spielst du dich eigentlich so auf? Antworte mir. Denk daran, was passiert, wenn Brick zurückkommt und feststellt, dass du beinahe seinen ganzen Laden auseinandergenommen hast. Dann solltest du dir vielleicht jemanden holen, der weiß, was zu tun ist. Na sag schon, anstatt was. Herr Spucks aus. Bitte, ihr müsst doch hier keine Vorstellung geben. Egal, wen kümmern die denn schon? Ganz von mir aus können alle zum Teufel gehen und das gleiche gilt auch für dich. Hast du gehört? Entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mich ein Stück mitnehmen? Was ist los? Ich habe meine Skier zerbrochen und mein Wagen steht einige Kilometer von hier. Ich wäre Ihnen wirklich sehr dankbar. Dann steigen Sie mal schnell ein. Ach, danke. Alles klar? Ich hab nichts, mir geht's gut, danke. Sag mal, wieso habt ihr beide euch eigentlich so gestritten? Hey, ich hatte doch gesagt, du sollst verschwinden. Also los jetzt. Nein, ich werde noch nicht gehen.
Denkst du etwa, ich lasse es zu, dass du hier noch länger sitzt? Falls du hier nicht arbeitest, dann verschwindest du jetzt sofort. Du solltest vielleicht zur Kenntnis nehmen, dass ich ein zahlender Gast bin. Also hör endlich auf, damit ich als mein Boss aufzuspielen. Jetzt reicht's. Ich schmeiße dich höchstpersönlich raus. Was soll das? Ich gefälligst zurück. Die Sache geht nur Jane und mich was an. Wie du siehst, mag Pearl es nicht besonders, also, wenn ihm Frauen mal die Meinung sagen. Er ist und bleibt. Wer erlaubt dir eigentlich, mich hier so anzumachen? Pearl, kannst du mir das vielleicht mal erklären? Was ist denn mit Sinsi gefahren? Ist schon gut, Haley. Wir spielen das nur. Ja, er hat recht. Ich verstehe euch nicht. Ihr seid doch sonst so gute Freunde. Was soll das? Wir sind ja auch weiterhin Freunde. Du hast genau 5 Minuten, um zu verschwinden. 1, 2, 3, 4, 5, okay? In Ruhe. Jetzt hör mal gut zu, Haley. Unser ganzer Staat ist lediglich vorgetäuscht, um die Aufmerksamkeit des Vergewaltigers auf uns zu lenken. Hier, Jane? Ihr beide, du und Victoria, ihr seid vor der Vergewaltigung hier gewesen. Bestimmt trinkt er hier öfter etwas oder er arbeitet unten auf den Piers. Es liegt bei ihm mit Sicherheit eine Fixierung auf Menschen vor, die sich irgendwie auffällig verhalten. Nein, 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 diesen Blödsinn könnt ihr selber doch nicht ernsthaft glauben. Hältst du den Brick nicht auch für unschuldig? Wenn nicht einmal die Polizei diesen Täter schnappen kann, wieso glaubt ihr dann, dass ihr es schafft? Ihr wisst ja nicht, worauf ihr euch einlasst. Es darf keinesfalls noch mehr passieren, Jane. Ich dachte, du würdest dich besser fühlen, wenn du wüsstest, dass jemand was unternimmt. Glaubst du, ich fühle mich besser, wenn eine Freundin von mir in der Gefahr ist, von diesem Kerl vergewaltigt oder gar ermordet zu werden? Vielleicht bringen sie sie zur Vernunft. Ist richtig einsam hier, nicht? Ja, der Wagen muss da vorne irgendwo stehen. Fahren Sie hier oft, Chi? Nein, eigentlich bin ich das erste Mal in Utah. Ja, ich auch. Meine Familie und ich verbringen sonst in Vail unsere Winterferien. Es soll dort sehr schön sein. Wo steht denn Ihr Wagen nun genau? Oh, jetzt habe ich selbst ein wenig die Orientierung verloren. Sind Sie eigentlich ganz allein verreist? Oh, ich war nur einige Tage allein. Schon morgen wird mein Verlobter eintreffen. Wir wollen hier heiraten, wissen Sie? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich habe es mittlerweile jedem erzählt, dem Portier, den Kellnern, den Mädchen. Wir kommen aus Santa Barbara. Und wo leben Sie, wenn ich fragen darf? Normalerweise in Frankreich. Ach, wirklich? Ich bin in Frankreich zur Schule gegangen. Und wohnen Sie in Paris? Halt's Maul, Eden. Woher wissen Sie meinen Namen? Es tut mir leid, aber es sieht so aus, als ob du deine Hochzeit verpassen wirst. Lucy? Lucy, wo steckst Hier. Du? Alles in Ordnung? Ich hätte nicht anrufen sollen. Wo sind eigentlich die anderen? Sie sind essen gegangen. Was ist denn genau passiert? Ich bin in Panik geraten. Und ich hatte große Angst, nach Hause zu gehen. Deshalb habe ich dich angerufen, aber das hätte ich nicht tun sollen. Lucy, ich weiß immer noch nicht, was eigentlich passiert ist. Ich lag im Bett. Und dann hörte ich ein Rumoren. Aber ich höre immer irgendwas. Das Knarren der Dielen. Oder das Pfeifen des Daches. Immerzu höre ich irgendwas. Ich weiß ja selbst, dass es doch meistens nichts weiter als Einbildung ist. Und daher nahm ich dieses Geräusch nicht ernst. Mit einem Mal stand er da. Er stand bloß stumm da. Ein einziges Wort gesprochen. Ich kann nicht nach Hause gehen. Du brauchst ja nicht allein nach Hause zu gehen. Ich werde dich natürlich hinfahren. Und dann können wir auch gleich das Haus absuchen. Ist nicht nötig. Mir geht es wieder gut und deswegen kannst du in Johnnys Bar zurückgehen. Ich werde mir ein Taxi nehmen. Nein, nein, das ist... Oder ich nehme den nächsten Bus. Jetzt hör mal gut zu. Ich habe Haley längst Bescheid gesagt. Komm, alles Weitere besprechen wir unterwegs. Einverstanden? Also gut. Das ist nett von dir. Dann los.
glaubst, Edwin, ich würde dich vergessen. Hab dich nicht so. Komm her! Doch, Pearl, ich habe dich ausdrücklich gewarnt. Ich konnte doch nicht annehmen, dass Haley ausgerechnet so reagieren würde. Wir waren überzeugt, dass sie uns unterstützen würde. Sie schien mir nicht erfreut darüber, fand ich. Ich werde es Ihnen jetzt nochmal sagen, Jane. Falls ihr euch nicht aus dem Fall heraushaltet, schmeiße ich euch in den Knast. Ist das jetzt klar? Wir werden es auch nie wieder tun, Inspektor. Das wäre dann ganz was Neues, Pearl. Hast du denn kein Vertrauen? Na gut. Glaubst du, dass Haley wieder klarkommen wird? Ja, Haley ist ein robustes Wesen. Die macht das schon. Jane, haben Sie eine Ahnung, wohin Ted verschwunden ist? Nein, er war so schnell weg, ich hatte nicht mehr Gelegenheit, ihm guten Tag zu sagen. Seine Frau rief gerade an. Sie schien ziemlich durcheinander. Was heckt ihr zwei hier eigentlich aus, hm? Tja, manchmal, da muss man seine Pläne eben gezwungenermaßen fallen lassen. Gib doch mal eine Runde Selters auskennen, hm? Wissen Sie schon, dass meine Mutter beinahe an den Pierce überfallen worden ist? Ist das wahr? Ja. Und dass da irgendwas passiert ist, habe ich gehört. Aber in den Zeitungen hat nichts gestanden. Ja, und wenn ich ihr nicht zufällig geholfen hätte, dann wäre sie gewiss das nächste Opfer geworden. Ah, danke. Und wieso sitzt Brick dann noch im Gefängnis? Ach, das würden wir auch gern wissen. Hat sich Haley deswegen vorhin so aufgeregt? Nein, wir haben von was anderem gesprochen, aber ihre Launen sind neuerdings unvorhersehbar. Nicht bloß ihre Launen sind unberechenbar, auch mein Nervenkostüm ist nicht mehr das alte. Naja, am besten ich gehe zu Cruz und bügle die Sache wieder aus. Was hältst du davon? Es ist mit Sicherheit das Richtige, oder? Ja. Hier, für dich. Wiedersehen. Komm, Jack. Oh, hey, Pearl, warte doch, warte. Du hast deine... zu suchen. Können Sie nicht lesen? Das ist die Garderobe für Angestellte. Entschuldigung, aber ich vermisse meinen Mantel. Deshalb wollte ich bloß mal nachsehen, ob er hier hängt. Sie müssen sich einen anderen klauen. Das hier ist nämlich meiner. Dann muss meiner ja wohl noch an der Bar liegen. Was wollen Sie bloß von mir? Ich kann Ihnen Geld geben, was immer Sie wollen. Ganz ruhig. Du wirst an der nächsten Kreuzung links abbiegen. Was haben Sie vor? Sei still und fahre genauso, wie ich es dir sage. Hast du verstanden? Ich gebe Ihnen den Wagen. Ich habe auch Geld bei mir. $400-$500. Sie können mehr haben. Ich will dein Geld nicht, Eden. Falls Sie Schwierigkeiten haben, kann ich Ihnen helfen. Ich habe keine Schwierigkeiten. Wohin soll ich denn fahren? Hier sind wir richtig. Du kannst parken. Bitte, bitte, bitte lassen Sie mich doch gehen. Eden, ich sagte, du solltest hier parken, klar? Bitte tun Sie mir nichts. Meine Eltern haben sehr viel Geld. Sie würden Ihnen helfen, ins Ausland zu gehen und Ihnen genug Geld geben, um dort zu leben. Ach, wirklich? Das würden die alles tun? Kennst du den Berg da vorne? Los, sieh ihn dir an. Nein. Ich sagte, du sollst ihn dir ansehen. Du solltest dir die Geschenke wenigstens ansehen. Da ist Parfum und außerdem sind dann noch Süßigkeiten und weiß der Teufel was noch alles. Was soll ich denn nun noch tun, damit du wieder mit mir redest, ne? Na gut, machen wir es anders. Ich bin einfach ein Unbekannter, ja? Guten Tag, ich bin Keith Simmons. Ich habe sie immer schon bewundert und ich möchte, dass sie meine Frau werden. Ich verspreche hiermit, sie glücklich zu machen. Klingt das besser? Nein. Du sagst jetzt den falschen Text auf. Das hat sich nicht so abgespielt. Du musst sagen... Ich verrate dir jetzt was. Ich habe in meinem Leben so viele Fehler gemacht.
dass der da gar nicht mehr ins Gewicht fällt. Ich bin mir deiner wohl zu sicher gewesen. Entschuldige bitte. Ach, Kies. Deine alte Schuldgefühlsmasche kannst du dir sparen. Ich habe mich oft genug davon beeindrucken lassen. Das ist vorbei. Also gib's auf. Du hast nichts, was für dich spricht. Sag mir bloß eins. Wenn ihr, also du und dein Doktor sozusagen intim seid, sprecht ihr dann noch mal über mich? Hm? Wieso sollten wir? Glaubst du nicht, dass auch er irgendwann mal einen guten Rechtsanwalt benötigt? Falls er mal einen Kunstfehler macht. Da findet ihr in jedem Branchenbuch einen besseren. Oh, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gina, ich bitte dich. Komm, lass uns darüber reden. Hm? Na los, ich glaube, du bist nicht wirklich böse. Liebling, ich verzeih dir. Wieso hörst du denn nicht endlich auf? Wir arbeiten hier zusammen, Gina. Wir können uns doch nicht ständig aus dem Weg gehen. Weißt du, was ich denke? Was? Ich denke, du hast endlich herausgefunden, was du willst. Und das hat dich ganz schön verwirrt. Na, kommen wir jetzt endlich zur Sache. Wie ist die Diagnose, Frau Doktor? Sagen Sie mir, was ich brauche. Mich? Wieso lachst du nicht? Wer ist da? Ich bin's, Ted. Ken sagte mir, dass du ganz aufgeregt angerufen hättest. Was war denn? Jetzt geht es schon wieder. Sie hatte nur einen Albtraum. Opfer von Vergewaltigungen werden sehr häufig von solchen Zwangsvorstellungen geplagt. Die meisten Opfer haben diese Art Träume oder sie haben ständig panische Angst. Interessant, ich komme gerade aus dem Krankenhaus und Lucy ist heute genau das Gleiche passiert. Du warst nicht da und da habe ich Sharon angerufen. Ich wollte nicht alleine bleiben. Tut mir leid, dass du mich nicht erreichen konntest, Haley. Es war natürlich richtig, dass du sofort angerufen hast. Aber bestimmt wäre deine Angst auch von ganz allein verflogen, ohne irgendwelche Hilfe. Nein, es war besser, dass jemand bei mir gewesen ist, der das Gleiche schon mal durchgemacht hat. Vielleicht. Hauptsache, dass es dir geholfen hat. Es war sicher richtig, dass ich zur Beratungsstelle gegangen bin, Sharon. Wer weiß, ob ich sonst mein Leben wieder in den Griff bekommen hätte. Ich kam mir vor, als würde mich mein Klassenlehrer zurechtweisen. Ich habe Cruz wirklich noch nie so wütend gesehen. Er war nicht wütend, er war nur ein bisschen verärgert. Wäre er wütend gewesen, hätte er mich zerpflückt, Jane. Haley so durcheinander zu sehen, hat ihn wohl mitgenommen. Ja, ja, auch für mich ist es grausam gewesen. Dieser Verbrecher sollte schnell geschnappt werden. Jetzt erinnere dich bitte mal. Wir beide sind leider endgültig aus dem Spiel geworfen. Cruz wird nicht nochmal hier auftauchen, er will doch nach Utah, oder? Ja, und? Ich will nicht erleben müssen, dass wieder jemand vergewaltigt wird. Wie willst du den Täter ohne Partner finden, hä? Jane, du brauchst einen Partner. Ja, dich. Zu zweit können wir es ohne weiteres schaffen. Ich weiß ganz genau, dass uns der Bursche nicht entgehen wird. Wir werden ihn kriegen. Ich, Tarzan. Du, Jane. Wir schaffen es. Na gut, Tarzan, alles klar. Habt ihr zwei noch irgendeinen Wunsch? Ja, wir möchten allein bleiben. Was soll das denn? Hör nicht auf ihn. Ein Kaffee. Schwarz. Hör mal, Ken, wenn wir etwas brauchen sollten, werden wir nach dir rufen. Trotzdem vielen Dank. Gut. Dann seht mal zu, wie ihr ohne mich zurechtkommt. Ich störe nicht mehr. Er ist doch wirklich ein gewissenhafter Bursche, oder? Ich sagte Jane doch, dass sie sich raushalten soll. Sie ist frustriert und will dir nur helfen, aber das ist wirklich viel zu riskant. Cruz, wir beide wissen, dass der Kerl schwer einzuschätzen ist, aber wenn er eine Falle wittert, wird er noch gefährlicher. Ich muss sehen, dass Jane hierher kommt und dann bringe ich sie schon zur Vernunft. Aber was ist mit Pearl? Cruz. Ja? Ruf sie an. Wen denn, Jane? Nein, nein, Eden. Das Telefon ist da draußen. Tut mir leid, dass ich so wenig für dich tun konnte. Und mit Sicherheit werde ich Eden nicht mehr erreichen. Ihr Flugzeug ist längst weg. Vielleicht auch nicht. Ruf doch mal im Flughafen an, dann weißt du es. Ach, warum denn? Ich bin nicht abergläubisch, doch eigenartigerweise ist ein Gefühl, das ich sonst kaum kenne. Eine böse Vorahnung. Hör mal, du solltest solche Gefühle nicht verdrängen, Cruz. Ruf sie besser an, vielleicht liegst du ja richtig. Ja, ja, ich sollte anrufen. Danke für deinen Rat, Breck. Komm schon.
Ja, guten Tag. Ich möchte eine Auskunft. Meine Verlobte wollte mit einer Chartermaschine von ihrem Flughafen aus starten. Die Maschine ist schon weg? Und sie hat nicht angerufen? Nein, nein, nicht nötig. Hören Sie, falls sie sich noch melden sollte, richten Sie doch freundlicherweise aus, dass sie ihren Verlobten anruft. Ja, sehr nett, danke.